Willkommen bei sozialen fachlichen Betreuung. Das jetzige Thema ist Eingliederungshilfe. Eingliederungshilfe ist ein sehr, sehr großes und weitlaufendes Thema mit vielen Gesetzesgebungen. Ich werde nicht alles ansprechen, sondern nur einen kleinen Punkt. Wo kann die Eingliederungshilfe zustande kommen? Bei Leben in der Gemeinschaft, klar. Aber wo leben in der Gemeinschaft? Bei Wohngemeinschaften hier, da wo die Maus ist, Wohnheime für Beeinträchtigte, Beschäftigungstagesstätten zum Beispiel, psychosoziale Betreuung bei Sucht zum Beispiel, betreutes Einzelwohnen, sozialpädagogische Reisen, das sind Ferienreisen, Überträger, das wird oft über die Krankenkasse finanziert. Meistens zumindest. Der Arbeitsbereich Werkstatt, das ist zum Beispiel, ich glaube, der zweite Bildungsmarkt oder Bildungsweg. Förderbereich, also die haben schon einen Arbeitsbereich und werden nochmal in der Werkstatt gefördert über die Eingliederungshilfe. Und da steht dann, das gibt es auch in der Schule, die Eingliederungshilfe nach dem SGB 8, Paragraphen 30. Das sind dann die sogenannten Schulbegleiter, Schulhelfer, Schulassistenten, Erzieher oder Erzieher und Schulassistent zusammen, so wie ich. Ich mache alles beides zusammen. Und das gehört zum Leben in der Gemeinschaft. Zum Leben, vom Vorteil wäre in dem Bereich zum Beispiel medizinische Fachkräfte, die quasi die Anerkennung oder Ausbildung dazu haben zum Erzieher. Und auch schon berufliche Erfahrung. Das gehört jetzt dazu. Die Voraussetzung dafür ist zum Beispiel die Sozialhilfebedürftigkeit. Weil die Zugehörigkeit eines Personenkreises nach § 53 SGB stark gestört. Ja. Das bedeutet, es gibt einen bestimmten Personenkreis, zum Beispiel die für Beeinträchtigte, und die werden quasi klassifiziert für die Eingliederungshilfe. Und wenn man da eben reinpasst, innerhalb einer Beeinträchtigung, dann hat man die Voraussetzungen schon mal erfüllt. Dazu muss dann aber auch nochmal ein ärztliches Attest gemacht werden. Und ungefähr 5 oder 6 verschiedene Abläufe, je nach Bundesland, werden eben erstmal hintereinander abgearbeitet, damit die Eingliederungshilfe zu einem Fallgespräch kommt, und das Fallgespräch sagt dann ungefähr, wie viele Stunden und wie die Leistungen sind. Und dann gibt es einen Ausschluss von Ansprüchen. Das gehört zum Beispiel Jobcenter, Arbeitsagentur, Sozialversicherung dazu, wenn die es ausgeschlossen haben. Und das steht zum Beispiel in diesen Paragraphen hier. Nennt sich dann Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung, medizinische Rehabilitation zur Teilhabe am Arbeitsleben zum Beispiel gehört auch mit dazu. Das ist alles, da müssen die Voraussetzungen erfüllt werden. Und die Unterlagen sind ganz klar. Ganz normal Personalausweis, Nachweis der Krankenkasse bzw. Pflegekasse, wenn ein Pflegegrad vorhanden ist, Bescheide der Leistungsträger bzw. der ehemaligen Leistungsträger, die eventuell das abgelehnt haben, zum Beispiel Arbeitsamt, Bescheid eines Versorgungsamtes, also da wird quasi festgestellt, welches Grad der Betreuung das Kind, der Erwachsene braucht. Das ist, gehört ja zur Zugehörigkeit des Personenkreises. Dann die Einkommensnachweise, Vermögensnachweise und Kontoauszüge. Und dann nimmt alles in der Regel seinen Lauf. Dauert ein bisschen die Beantragung, aber wenn die einmal läuft dann, und sich an alles hält, dann läuft das ganz normal. Zum Thema Eingliederungshilfe gibt es verschiedene Paragraphen, die kann man überall nachlesen. Je nach Bundesland unterschiedlich, deswegen hole ich hier auch nicht großartig aus. Bei Berlin ist es zum Beispiel anders wie in Brandenburg. In Brandenburg ist es anders wie in Schleswig-Holstein oder an der dänischen Grenze oder Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe verschiedene Eingliederungshilfen gesehen und muss selbst jetzt immer überlegen, welche Eingliederungshilfe passt jetzt zu der, wo ich gerade bin.
Jedes Bundesland arbeitet quasi anders. Es gibt kaum ein einheitliches System. Deswegen mal Google fragen, welches vor Ort eben gültig ist, welche Paragraphen vor Ort eben wichtig sind und welche Kassen, welche Ansprechpartner und welche Ärzte eben helfen können. Na dann wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.